Fortschritte in unserem Leben Positives bewirken können, Fortschritt bringen. Ich möchte Ihnen das deswegen an einem konkreten Beispiel sagen. Frau, wenn es gut läuft, zu heilen. Ich meine, sehr verehrten Damen und Herren, hat dieses Europa eigentlich auch finale Grenzen? Was gehört denn langfristig eigentlich zu Europa? Und da wollen wir mit allen unseren Nachbarn Partnerschaft, das steht doch außer Frage, aber ich muss Ihnen schon auch sehr klar sagen, dass wir jetzt gerade in der Entwicklung, in der Beziehung zwischen der Europäischen Union und der Türkei an einem Punkt sind, wo ich glaube, dass vor allem eines notwendig ist, nämlich Ehrlichkeit in den Beziehungen. Und deswegen glaube ich, dass die Türkei nicht Mitglied der Europäischen Union werden kann. Wir wollen Partnerschaft, wir wollen Freundschaft, aber wir sollten die Beitrittsgespräche zur Türkei beenden. Alle unsere Gelder, die wir haben, alle unsere klugen Köpfe, die wir haben. Jean-Claude Juncker ist heute Kommissionspräsident. In den letzten 5 Jahren hat er gute Arbeit gemacht. Und jetzt geht es um die Frage, einen weiteren Schritt zu gehen bei dieser Demokratisierung Europas, bei der Parlamentarisierung Europas, dass nicht in Hinterzimmern in Brüssel entschieden wird, sondern es gibt nur einen Ort, wo über die Zukunft Europas entschieden wird, nämlich bei den Europawahlen durch den Menschen und anschließend im Plenum des Europäischen Parlaments. Ein demokratisches Europa, für das wir stehen. Und wenn zum ersten Mal ein Abgeordneter jetzt Kommissionspräsident wird, ist das ein starkes Zeichen für diese Demokratisierung. Der maßgeblich an diesem Projekt auch für uns in der Fraktion gearbeitet. Denn Europa ist in vielen Bereichen unter Druck. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stehe an diesem Rednerpult gemeinsam mit unseren beiden Parteien, der CDU und der CSU. Und ich sage Ihnen, jetzt kommt es wieder auf die Union an. Jetzt kommt es auf CDU und CSU an, wie wir so oft in den früheren Generationen bewiesen haben, dass wir Orientierung geben können, dass wir Deutschland gut führen können und dass wir auch Europa in eine gute Zukunft führen können. Dass wir rauskommen aus der Defensive und dass wir reinkommen in die Offensive, in den Optimismus, in das Frohsein, dass wir Europäer sind und dass wir gemeinsam auf dieser Welt so viel erreichen können. Ich bin bereit dazu. Bitte helfen Sie mit. Helfen Sie mit, den Wahltermin am 26. Mai zu einem großen Wahltermin für uns als Union zu machen. Gemeinsam schaffen wir das, meine sehr verehrten Damen und Herren.